Hallo, ich bin Kai Pflaume. Manche nennen mich auch Ehrenpflaume. Aber schon mein Großvater hat gesagt, geben sich keine Mühe. Es gibt keinen Witz, der über meinen Namen noch nicht gemacht wurde. Hallo, ich bin Dennis, 30. Und ich möchte Anzeige erstatten. Ich bin heißer als die Polizei erlaubt. Ich bin Selina, 22. Und ich hätte lieber gegen Benny gespielt. Damit willkommen zu Erkennst du den Song, euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute mit Selina und Kai Pflaume. Ja. Schreibt jetzt mal euren Lieblingssong in die Kommentare, euer Alter und ein cooles Gastgeschenk, wenn ihr auch mal hier stehen wollt. Selina, du bist hier, weil du dich beworben hast. Erstmal nochmal einen Applaus natürlich. Wie alt bist du, Selina? Ich bin 22. Das war ich im Jahr 2012. Wow! Und Kai Pflaume, großen Applaus, dass du da bist. Vielen Dank. Wir spielen heute klein gegen groß, wie man sieht. Bist du in der Musikwelt zu Hause? Naja, ich habe ja den einen oder anderen schon in meinen Shows getroffen. Ja. Und ich höre natürlich auch sehr gerne Musik. Mhm. Ne? Und so ein bisschen was kenne ich schon. Ja. Der Kai hat auch ein lustiges Video auf Instagram, wo er eine Ananas ist. Vielleicht können wir es jetzt mal einblenden. Hör auf zu quatschen. Ab geht's. Aber Dancing Queen. Geht schon los, oder? Hallo, was ist denn hier los? Was geht denn hier los? Ja, nein. Kann mal bitte einer sagen, klein gegen groß auf los geht's los, sonst bin ich gar nicht ready. Ich könnte doch nicht einfach anfangen. Ich dachte, das ist der Jingle, das Intro für die Show. Das ist Amma, Dancing Queen. Ja, Selina, ganz kurz, in welchen Genres fühlst du dich zu Hause in der Musik? Och, ich bin da eigentlich überall so ein bisschen unterwegs. Ich auch, in Sachen Frauen. Now it's time for the Burger Day! Oh Mann! Oh, das war's. Ich glaube, es war Scooter. Oder dann ist DJ Ötzi, wenn es nicht Scooter ist. Ah! Ja, wie heißt der Song? Hey Baby! Ja, auf jeden Fall Titel falsch. DJ Ötzi, Burger Song. Burger Dance. Aber es fing ein bisschen an wie Scooter. Müssen wir die ganz Hände kurz, ich habe genau gerade das hier gesehen. Ist natürlich ja, deswegen frage ich ja. Ist ja gut. Hat aber auch keiner gesagt. Große Hände, Kai. Halt mal so die an meine. Wow. Sind Fragen da? Hast du einen Plan? Kannst du. Das Vincent Weiß, natürlich. Wer, wenn nicht wir? Yes! Vincent, da bin ich im Video. Selina. Ich wusste, dass der Song dabei ist. Wo kommst du her? Aus Wetzlar. Wo liegt Wetzlar? In der Nähe von Gießen. Okay. Ey, du stellst so eine Frage, kannst du nicht ernsthaft in einem Format stellen, wo liegt Wetzlar? Weißt du, wo Wetzlar liegt? Na klar, in der Nähe von Gießen. Was gibt's in Wetzlar, was ich mir auf jeden Fall angucken muss? Wir haben ein bekanntes Möbelhaus bei uns und einen sehr, sehr guten Döner am Bahnhof. Das ist ja eine tolle Stadt, ein Möbelhaus und ein Dönerladen. Ja. Wow, Hammer. Warst du schon mal in Wetzlar? Ich war schon mal in Wetzlar, ja. Was hast du da gemacht? Döner gegessen. Das ist The Weeknd. Oh Mann. Drake. Post Malone, Rockstar? Oh. Oh nein! Ja. Das ist so ein Lied, da machen ganz peinliche Leute TikToks zu. Selina, du hast was in Geschenk fürs mitgebracht. Genau, ja. Und zwar habe ich mir große Mühe gegeben. Ich habe Tasten bedruckt. Wow! Genau. Krass. Und auf der hier ist Kai sogar auch drauf. Das ist sehr cool. Benni, guck mal. Ihre Bilder. Mega. Dankeschön, wow. Danke. Ja? Ja, Modern Talking, You My Heart, You My Soul. Nein, ja doch. You my soul, yeah.
du Dieter Bohlen schon mal kennengelernt? Ja, der war schon bei mir in der Sendung. Und wie ist er so hinter den Kulissen? Locker drauf, ne? Ganz cool, ja. Hörst du gerne Modern Talking, Sidia? Nur unter Alkoholeinfluss. Aber entscheidend ist ja, sie kennt Modern Talking. Ja. Und das ist ja das Besondere daran. Es ist absolut zeitlos. Das auf jeden Fall. Toto Afrika. Selina, was machst du so in deiner Freizeit, wenn du nicht hier stehst? Im Moment nichts wegen Corona. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Tourismuskauffrau und es lief jetzt nicht mehr so gut. Und habe ich gedacht, schule ich um und studiere jetzt Journalismus dann. Wow. Ab April, genau. Und du bist bestimmt auch auf Instagram, Selina, oder? Genau, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Das steht gleich in der Infobox. Richtig. Ich weiß das. Ich weiß das auch. Das ist Mr. Vane. Ja. Ja. Von Culture Club. Nein! Nein, von Snap. Mr. Vane, Culture Beat! Ja! Das war so ein krass fieser Abstauber. Ja, so ist das hier. Wie ist das denn so? Hast du noch Kontakt zu Paaren, die du damals zusammengebracht hast bei Nur die Liebe zählt? Ab und an kommt das tatsächlich vor, dass Leute mir dann schreiben und auch sagen, hey, und wir haben jetzt 5 Kinder und wir sind immer noch glücklich. Und vor allen Dingen sind dann vor allen Dingen auch viele der Paare, die wir zusammengebracht haben, wo einer von beiden im Ausland lebte. Mhm. Und das ist natürlich cool dann zu hören. Voll. Ja? Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Adi ist den Chor. Das ist Peter Fox, Haus am See. Von ihm zum Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist hardcore. Geschenken, was wir haben, bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's eine Sperrstunde, was die Müller fuhr. Dann brauchen wir nur einmal Ohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke. Keine Ahnung, ich weiß den Titel, aber ich weiß nicht, wie es singt. Seed. Ja, Mann, Mist! Wie konnte ich das denn? Oh. Das ist auf meiner Running-Playlist. Wie konnte ich das denn verwechseln? Selina, was willst du denn so später mal machen? Wo willst du stehen in deinem Leben mit 10 Jahren? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ist das jetzt ein Bewerbungsgespräch oder was? Ja, das ist... Ich habe ja die gleichen Vorstellungen. Wo ja, ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, sowas im Fernsehen auch zu machen. Ja. Mit Journalismus könnte das vielleicht was werden. Du also Kai, Leute. Du solltest mit YouTube anfangen, Selina. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, klar. Das ist Cotton Eye Joe von den Rednecks. The Mamas and the Papas, California Dreaming. Wisst ihr, warum ich das weiß? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich nie so alt werde, wie du jetzt schon bist. Ich weiß das, weil, kennt ihr noch diese Teleshop-Werbungen, wo so CDs vorgestellt wurden damals, so mitten in der Nacht, so kaufen Sie jetzt das Beste aus den 70ern. Und da kam immer eine Werbung und da kam immer dieser Song, The Mamas and the Papas und so, deswegen weiß ich das. Das ist der einzige Grund. Dafür bin ich zu jung. Selina, ist nicht schlimm, wenn man das nicht weiß. Hallo YouTube. Ja, los. Hey, das ist Ehrenpflaume featuring Heiko und Roman Lochmann, Ehrenpflaume. Sehr cool. Can't you see? Everything I hope for. Oh, nee. You're everything. You are the beautiful von Joe Cocker. So beautiful. Das habe ich gesagt. You are the beautiful. Weißt du, was lustig? Darf ich dir ganz kurz eine Geschichte zu erzählen? Ich habe ja mal eine ganze Zeit lang, bevor ich zum Fernsehen gekommen bin, Karaoke-Shows moderiert. Ja, und da gab es so wenige. Zu Hause oder wo? Nee. Das war wirklich so auf Veranstaltungen, okay. Festen, in Diskotheken gab es das so als, als Event. Und es gab zum Glück nur die wenigsten Fälle, wo das dann notwendig war, wo keiner singen wollte. Und da musste man dann selber ran. Oh. Ja, und ich kann wirklich überhaupt nicht singen. Mhm. Und wenn es irgendwas gab, dann musste das irgendwas sein in so einer tiefen Stimmlage. Und dann habe ich oft You Are The Beautiful von Joe Cocker gesungen. You are the beautiful. Gänsehaut im ganzen Körper, aber nur auf der Seite. Can't you see? All I am is
Das ist The Neighborhood mit Sweater Weather. Nie gehört. Okay, 2-4-4. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Eins musst du übrigens noch lernen, das ist ein ganz wichtiger Tipp im Showbusiness. Ja? Gerade stehen. Nee, niemand möchte sehen, dass der Host gewinnt. Das ist total unsympathisch. Die Leute sind da sind schon viele Leute im Fernsehen dran gescheitert. Ich müsste aber mich dann extra dumm stellen, weil ich gewinne hier sehr oft. Habe ich ja auch gerade gemacht. Ich übrigens auch. Du auch. Ich bin ja auch nicht der Host. Hm? Hm? Aber Applaus für mich, ich habe gewonnen. Ja, danke. Oben gibt es ein Video von Wumms, der erste FC Köln-Song. Scheiß Köln. Und unten gibt es ein tolles Video, die letzte Folge. Erkennst du den Song? Abchecken in der umgekehrten Reihenfolge. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr Erkennst du den Song. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.